Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich mal hier in Barcelona unterwegs. Und ich will euch mal wieder eine gute Frühstücksmöglichkeit anbieten. Aber natürlich ist kein wirkliches Frühstück, sondern wir haben es schon ein bisschen später. Aber wir sind natürlich in Barcelona und da gibt es natürlich ein Frühstück in der Bar. Wie soll es auch besser sein? Und heute sind wir in der besten Bar der Welt. Das ist die Sips Bar. Die ist hier in Barcelona und wir testen einfach mal, wie die Bar so ist. Und als kleinen Lifehack gebe ich euch gleich schon mal mit, dass ihr früh da sein müsst. Weil ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, da ist jetzt schon eine lange Schlange. Wir waren um 6 Uhr da und da waren schon ungefähr so 20 Leute vor uns. Wir sind aber gleich reingekommen. Aber wenn ihr schnell reinkommen wollt, müsst ihr wirklich früh da sein. Weil abends, wenn ihr später kommt und gerade am Wochenende, müsst ihr bestimmt eine Stunde oder so einplanen. Mindestens Wartezeit, bis ihr da reinkommt. Wie soll man sagen, es ist aber auf jeden Fall eine gute Experience und kommt einfach mal mit. Ich habe innen drin auch ein bisschen gefilmt. Leider war es nicht so easy zu filmen, weil die Musik ziemlich laut war und das Licht ist halt ziemlich dunkel. Aber ich habe ein paar coole Aufnahmen gemacht und schaut euch die einfach mal an. Ich hoffe, euch haben die kleinen Aufnahmen innen drin aus der Bar gefallen. Ich hatte 2 Cocktails gehabt. Jeder Cocktail kostet so 15 Euro. Ich denke mir, der Preis ist relativ fair für die Bar hier, dafür, dass es die beste Bar der Welt ist. Ich hatte einen Cocktail gehabt, das ist dieser Signature Cocktail mit so Bubbles drin. Der ist ziemlich fruity und dazu kriegt man noch ein zweites Glas. Da ist so eine Art Sekt oder so Champagner drin, was so ein bisschen herb ist. Und Gavin, ein Kumpel von mir, der hatte die Sphere gehabt, das ist so eine Art Gin-Getränk mit Gewürzen innen drin, auch ziemlich nice gemacht. Da hat man eher so die Geruchsexperience. Als zweiten Drink hatten wir, also ich hatte dann was mit Bananen gehabt. Da war Banane mit Coffee gemixt und Gavin hatte als seinen zweiten Drink Rum mit Coconut. Und es war auch wirklich gut gewesen. Also beide Drinks sind sehr lecker und man kann es auf jeden Fall als Experience für Barcelona auf jeden Fall empfehlen, herzukommen. Klar, es ist ein bisschen pricey, die Drinks, aber es rentiert auf jeden Fall. Es sind coole Drinks und es ist ein tolles Experience. Ich hoffe, euch hat mein kleines Frühstücks in Barcelona Video gefallen. Falls ihr meine anderen Videos noch nicht gesehen habt, ich habe auch ein bestes Frühstück in Wien gemacht. Das könnt ihr euch vielleicht auch mal ansehen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ich euch mal wieder bei mir auf meinem Kanal begrüßen kann. Also bis bald und haut rein!